Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Metro Last Light. Wir müssen nochmal diesen Kampf hier um die Ecken machen. So. Vielen Dank, aber das kennen wir schon. Ach ja, Filter. Machen wir. Oh, Mist. Okay, das war jetzt definitiv einfacher und leichter als beim letzten Mal. Ein Messer? Toller Junge. Ohne Furcht und Tadel. Was zum Teufel ist das, hä? Du nimmst die Bestie auf mich los? Der Test an der Oktyabrskaya war erfolgreich. Das Virus tötet schnell und wird schnell inaktiv. Wenn wir genug davon bekommen, könnte die ganze Metro ausgelöscht werden. Aber zuerst müssen wir D6 einnehmen. Daher haben Sie, Genosse Morosow, nur eine Chance dafür. Der Orden hat gute Kämpfer, aber es sind zu wenige, um alle Zugangspunkte abzudecken. Unsere Späher haben einen schwach verteidigten Eingang gefunden durch den Kreml. Während Miller bei der Friedenskonferenz in der Polis ist, kann er seine Männer nicht befehligen. Ja, dann schlagen wir zu. Noch eine Woche, dann bricht ein neues Zeitalter an. Okay. Was auch immer das heißen soll. Wir helfen natürlich. Wir sind ja kein Unmensch, wie er oder sein Befehlshaber. Bitteschön, das solltest du dir auch merken. Okay, wir müssen wieder zurück anscheinend. Ah ne, kein Zurück, es ist wieder ein Weg nach vorne. Ein Weg weiter. Wir müssen es rechtzeitig zur Polis und der Friedenskonferenz schaffen. Es wird keinen Frieden geben. Nur Krieg. Den letzten Krieg. Jetzt kenne ich die Antworten auf alle Fragen. Pavels Kopf stellte sich als wahre Schatzkammer heraus, was Korbuts finstere Pläne betrifft. Dann würde ich sagen, müssen wir ganz schnell zur Polis. Irgendetwas ist hier seltsam. Warte! Huch. Ich denke, wir sollten warten. Es hört sich groß an. Wir müssen ja wahrscheinlich hinterher. Warte mal, die Gasmaske von dem, wie sieht die aus? Okay, unsere ist noch zu heil für die. Okay, wir müssen hier weiter. Oh, ich hasse diese Wege hier durch das Sumpfland.
Ah, oh, diese Sumpfkrabben, die lasse ich lieber aus. Ich weiß nicht, also da vergeudeten wir mehr Munition, als dass wir gut machen. Außerdem will ich hier schnellstmöglich raus aus dem Ganzen. So, wo lang? Wir müssen da lang weiter, okay. Oh shit, hier ist die Strahlenmenge aber so hoch, dass wir gleich sterben, oder wie? Okay, was ist denn jetzt los? Metro hat sich minimiert? Warum hat sich Metro jetzt minimiert? Okay, das tut mir echt leid, dass momentan die Folgen so merkwürdig teilweise sind, aber irgendwie mal schließt sich das Ganze out komplett. Jetzt hat sich's minimiert einfach mal so und Notepad geöffnet. Jetzt stirb. Gut, jetzt kann ich nachladen. Der Sturm hier draußen ist echt merkwürdig. Du geht mit euch hier weg. Einer kommt da noch. Oh, der ging auf die Rübe. Nachladen, direkt nachladen. Da ist nämlich noch eins. Zwei. Drei. Luft. Okay, hier ist die Luft noch knapper als sonst wo. Habe ich das Gefühl. Okay, es speichert auf jeden Fall. Speichern ist schon mal gut. Wo lang? Da lang. Solange wir nicht angegriffen werden, lasse ich jetzt erstmal die Map draußen. Also unseren... Okay, der rannte aber auch weg. Okay, wir können uns da durchzwingen anscheinend. Okay. Da ist was monstermäßig Großes. Ach du Schande. Okay, alles, was wir bisher gesehen und geglaubt haben, dass wir es gesehen haben, war ja schon groß. Aber das Viech... Okay, wir müssen tatsächlich hier lang. Hinter dem her. Das sieht aus wie eine Arena hier, oder? Ich dachte es mir doch. Du beschützt ihre Kinder. Pass auf. Huch, ich hab doch mehrmals eh gespammt. Merkwürdig. Naja, gut. Darauf einstellen, dass da jetzt irgendwas Monstermäßiges kommt. Wo ich noch keinen Plan habe, was wir damit anstellen sollen. Ich meine, ja, sie beschützt ihre Kinder, aber was heißt das? Für uns. Sie beschützt ihre Kinder. Pass auf! Mach ich. Spam, spam, spam. Ich habe auch kaum Leben. Boah, verdammt, verdammt, verdammt.
Sie beschützt ihren Rücken. Ist dort verletzlich. Okay, der Rücken. Jo Gott, da haben wir einen Hit bekommen auf jeden Fall. Ich glaube es... Oh ne, down ist es noch nicht, gut. Erstmal Filter wechseln. Ist halt die Frage, müssen wir jetzt weglaufen, bis die auf den Rücken fällt? Und uns unter Umständen mal hitten lassen? Oder müssen wir ihr so lange was verpassen, bis sie umfällt? Okay, jetzt gehen da die Kleinen wieder drauf. Das heißt, unsere Chance, den Rücken anzuschießen. Diesmal ein paar mehr mal. Okay, sie ist da drüben wieder beschäftigt. Und macht uns den Weg frei. Oh nein. Okay, wir hauen einfach mal ab. Vielleicht kann man da auch verschwinden. Uiuiui. Nein, wir haben kein Interesse an die. Die haben jetzt Essen genug, würde ich mal sagen, erstmal. Ich denke eher, dass wir da hinten da herein müssen. Genau, perfekt. Gott sei Dank bist du doch. Hast deinen Freund mitgebracht. Moment, ist das Artyom? Dieses Kind sollte nicht ohne Gasmaske hier draußen herumlaufen. Was zum Teufel war das? Oh, so ist es. So ist es. Ein Kind von der Oberfläche. Ein Schwarzer. Nein, nicht erschießen, Miller. Dann bringen Sie ihn weg von mir. Keine Maske. Ich hätte es wissen sollen. Der ist grün, aber der da ist gelb. Sag ihm, dass ich keine Gefahr bin. Er scheint sich schnell anzupassen. Ja. Ja, das wird ihn am Leben halten. Kann ich mit ihm reden, Artyom? Oberst Miller, legen Sie Ihre Furcht ab. Dieses Kind ist die Zukunft. Sie brauchen nur seine Hand zu nehmen. Meine Hände sind schon voll. Ich bezweifle, dass dieses Wesen uns helfen kann. Aber Sie beide können ohne mich weitermachen, bevor ich zu einer besseren Einsicht gelange und die Erde von ihm befreie. Okay, immerhin haben wir ihn davon überzeugt, dass es nicht grundsätzlich böse ist. Wie kann dieser... Ich kann seine Gedanken verstehen. Und ich kann deine hören, Artyom. Kannst du die Gedanken von jedem hören, indem du ihn einfach nur berührst? Bei Artyom ist es anders. Wir können auch aus der Ferne miteinander reden. Er wurde vor langer Zeit adoptiert. Siehst du, Artyom? Die Schwarzen haben dich verändert, damit sie uns verstehen können. Was ist hinter dieser Tür? Hast du gehört? Sie rufen dich. Ich kann es hören. Öffne sie. Moment. Das sieht aus wie eine der versiegelten Türen in D6. Ja, an der Messe. Hat auch ein starkes Schloss. Wir müssen sie aufbrechen. Was ist da? Die öffnet sich. Irgendwas ist dahinter. Unglaublich. Sieh dir das an. Sie machen einen Winterschlaf. Er ist nicht alleine. Ich muss sie wecken. Es wird Zeit, dass sie leben. Wir gehen jetzt alle dahin. Wir werden die Tür öffnen, wenn wir können. Da ist Tod. In der Nähe. Überall. Aber ich muss sie wecken. Oder für immer alleine bleiben. Jetzt hör zu. Hilf uns. Dann helfen wir dir. Das werde ich. Was muss getan werden? Ich muss sie wecken. Wir müssen improvisieren. Hey, wacht auf, ihr Bastarde! Okay,
Es gibt also noch lebende Schwarze. Oberst, können Sie das Tor an der Stelle, wo die Gartenlinie bei D6 endet, öffnen? Haben Sie den Code? Ich habe alle Codes für D6, aber ich kann nichts versprechen. Müssen Sie aber. Er wird uns in der Polis helfen, wenn Sie es tun. Dann nehmen Sie ihn mit und erklären Sie mir alles unterwegs. Wenn ich überzeugt bin, dass er uns helfen wird, öffne ich Ihre Tür. Mir nach! Okay, immerhin haben wir ihn inzwischen auf unserer Seite und er wird uns helfen. Ich denke mal, überzeugen werden wir ihn ja wohl können. Er ist nicht alleine. Er ist nicht der Letzte. Ich verstehe seine Begeisterung und seinen Wunsch, sich sofort mit den anderen zu treffen, um sie zu befreien und zu wecken. Aber er hat sich einverstanden erklärt, noch etwas zu warten. Zuerst wird er versuchen, uns zu helfen. Wenn wir es zur Konferenz schaffen, wird der Schwarze in der Lage sein, Moskwins Gedanken für uns offenzulegen. Oder sogar Korbuts Gedanken. Vielleicht kann dieser Wahnsinn aufgehalten werden. Das ist unsere letzte Chance. Das wäre auf jeden Fall schön, wenn man den Wahnsinn aufhalten könnte und vielleicht Frieden in die Metro bringen könnte, damit die ein Volk sind sie ja eigentlich, untereinander wieder friedlich leben können. Aber gut, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder hier zurück zum Metro. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss, euer Kailan. Ciao.